Servus, ihr Komidioten! Okay, das ist doch. Kannst du nochmal machen. Servus, ihr Komidioten! Willkommen beim Part 2 unserer Corona-Reihe. Ich bin hier wieder bei Corona-Kritiker Matthias Tessmer. Und heute soll es mal um den medialen Umgang mit Corona gehen und um die ganze Donald-Trump-Geschichte, was ja jetzt aktuell gerade ziemlich in den Medien ist, dass er sich mit Corona infiziert hat, wo ja viele dann behauptet haben, ja, Karma ist eine Bitch. Ja. Genau, hätte ich gesagt, fangen wir an. Ja, also, was da zum Sagen gibt, gut, jetzt lasse ich Donald Trump mal außen vor. Das knüpft jetzt natürlich vom Inhalt so ein bisschen an die vorigen Videos, aber jetzt ist es da so, wenn man dann so mit dem Auto über die Ländereien fährt, da ist es mir dann zum Beispiel aufgefallen, da kommt dann von Antenne Bayern die neuesten Infektionszahlen, das haut ja jeder Radiosender da gefühlt dreimal am Tag die neuesten Updates raus, wie viele Infizierte wieder irgendwo sind, die Neuinfektionen und was weiß ich was. Meiner Meinung nach wird er komplett weglassen, dass eine Infektion noch lange nicht erkrankt bedeutet, geschweige tot und wie das verläuft. Da haben wir schon ein bisschen was dazu im allerersten Video gesagt, das kannst du ja auch noch verlinken, wenn du willst. Genau, ich blende es da oben dann ein. Ja. Und im Endeffekt ist mir dann nur aufgefallen, man fährt da, man lässt das Radio im Endeffekt sich, mit dem Radio sich beschallen und was kommt da? Antenne Bayern haut die neuesten Infektionszahlen raus und direkt danach in der Werbung kommt europaweite Flüge für 99 Euro. Das ist was, da muss man sich an den Kopf langen, weil ich mir denke, wenn man eine Pandemie hat, so wie es medial und politisch dargestellt wird im Moment, und gleichzeitig im nächsten Atemzug dann aber Werbung dafür macht, dass man europaweite Flüge, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fluganbieter das war, für 99 Euro macht, das geht halt mir nicht auf. Also das, wenn mir das jemand erklären kann, gerne in die Kommentare, aber ich verstehe es nicht. Also das erklärt sich mir nicht, da gibt sich keinen Sinn dahinter. Widerspruch, meiner Meinung nach. Widerspruch. Absoluter Widerspruch. Ja. Ja, und jetzt, wie ich am Anfang vom Video schon angesprochen habe, eben Donald Trump ist an Covid-19 erkrankt und da hast du ja gemeint, willst du auch ein bisschen was dazu sagen, zu der ganzen Geschichte? Ja, genau. Da ist er im Radio und im Fernsehen gekommen, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Da war es allerdings so, dass am Anfang, also ich habe einen Beitrag gehört, ich habe das nur einmal gehört im Radio, da war das dann so, dass er unter eigenen Angaben an Corona erkrankt ist. Da muss man dann auch wieder fast kritisch hinterfragen nach dem Motto, was bedeutet eigene Angaben? So nach dem Motto, er hat einfach gesagt, ja, ich habe Corona, ob er es wirklich hatte, man weiß es nicht genau. Und in den Nachrichten ist dann gekommen, dass er jetzt ja wieder genesen ist. Dann hat er allerdings das natürlich geschafft mit einer Behandlung, die sonst keinen bekommt. Der Donald Trump hat natürlich dann wieder absolut auf den Trigger gedrückt bei allen Leuten, weil er gesagt hat, ihm geht es besser als zuvor. Er fühlt sich 20 Jahre jünger, er ist frischer, stärker, kommt aus dem Krankenhaus wieder raus. Und die Nachrichtensprecherin hat er sofort hinterhergefügt, so, das wird aber den Angehörigen der 210.000 Tote nicht gefallen. Und das war's. Es wird nicht aufgeklärt, wie diese 210.000 Tote zustande gekommen sind, ob mit oder durch Corona. Wir wissen ja, dass diese Zählzahlen, also diese Zählweise da sehr, sehr schwierig war. Und das sind halt wieder, das hat ein Geschmäckle einfach, wenn man das sich wieder so anhören muss, dass da einfach schwierig mit umgegangen wird. Ja klar, also wie gesagt, wenn man sich mal diese 210.000 Tote eben in Relation zur Bevölkerungszahl von Amerika anschaut, ist es halt... Ja, genau. Wenig. Und im Endeffekt, alles, was wir jetzt hier sagen mit den Zahlen und so weiter, das kommt ja alles vom RKI und von der WHO. Da habe ich eine App auf dem Telefon, die kann sich hier da runterladen. Da wird es im Endeffekt, die Eckdaten dieser Pandemie werden in jedem Land quasi, wird da dokumentiert. Und da ist, als Quelle steht da WHO und RKI drin. Und in den USA ist die Sterberate geringer als in Deutschland. Und ganz kurz so zu den vorigen, also auch zu den Kommentaren ist es zum Beispiel so, da kommen dann Leute, die werfen die Zahlen raum, ja, in Amerika sind über 200.000 Leute gestorben. Jetzt musst du denen erstmal erklären, dass Amerika auch deutlich mehr Einwohner als in Deutschland hat und da eventuell mehr getestet worden sind. Man kann sich das im Endeffekt alles im Internet selber zusammensuchen, an offiziellen Quellen und so weiter, wo wie viel prozentual getestet worden sind von der Bevölkerung, wie viel positiv, wie viel negativ, wie viel Tests sind überhaupt durchgeführt, wie viel Tests sind in einer Woche durchgeführt, das steht da alles. Man muss sich das halt einfach nur anschauen und nicht nur von den Nachrichten da beplärren lassen mit nach dem Motto 20 Neuinfizierte in 5 Tagen und was weiß ich was, sondern man muss das halt einfach selber mal anschauen, entspannt sehen und dann kommt man da im Endeffekt mit klar. Und meine Meinung ist da sogar so mittlerweile, dass ich sage, wenn die Leute in den Nachrichten schauen, die von der Pandemie nichts erfahren hätten, wird es keiner merken. Genau, weil das ist zum Beispiel eben
Da muss ich jetzt immer auf diese Sache eben, wo du jetzt gesagt hast mit WHO und RKI, also dass das ja offizielle Zahlen sind, da wollte ich jetzt noch kurz was dazu sagen. Und zwar, weil einem ja als Corona-Kritiker ja dann eben vorgeworfen wird, man ist ein Aluhutträger, man ist ein, was ich, rechter Spinner, Verschwörungstheoretiker oder sonstiges. Wo ich halt sage, ich meine, das sind ja wirklich Institutionen, die ja die öffentlichen Zahlen eben mehr machen. Also das sind ja, das kann man ja selber im Internet nachrecherchieren, man kann sich ja selber informieren. Das sind ja jetzt keine, was ich, irgendwelche, was ich, alternativen Medien, wo man sagt, okay, kann man jetzt vielleicht glauben oder nicht glauben, sondern das sind einfach offizielle Zahlen. Also wir erzählen ja hier jetzt nicht irgendwie einen Bullshit. Ich meine, klar, wie wir ja im ersten Video schon gesagt haben, man kann ja uns auch kritisch sehen, kann man ja auch gerne eben mit uns darüber diskutieren, wir sind ja immer offen über das Ganze. Aber ja, man sollte einfach mal sich selber ein bisschen informieren, selber mal seinen Kopf einschalten, was das Ganze betrifft. Und da hast du mir eben, weil du ja eben gerade gemeint hast, eben, man würde von dieser Pandemie wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, wenn es in diesen Medien gar nicht so aufgebauscht werden würde. Hast du mir erzählt mit dem Kumpel, mit dem Krematorium, das fand ich zum Beispiel auch noch sehr interessant, dass man das vielleicht noch einbringt. Ja, genau. Da war es ja zum Beispiel so, seit ich mich da eigentlich öffentlich schon darüber äußere, dass ich da Corona kritisch sehe, oder da einfach ganz hinterfrage und öffentlich hinterfrage, sag mal so, ist es halt so, dass mir Sachen immer mehr zugetragen werden. Also Leute melden sich dann auf einmal bei einem und sagen, ja, ich sehe das genauso. Die wollen aber halt nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern die schieben dir diese Informationen so zu. Und dann habe ich halt von einem bekommen, meiner Meinung nach ist es eine verlässliche Quelle, ist natürlich immer schwierig nachzuprüfen, weil ich die Namen nicht nennen werde, weil die Leute sich ja das nicht aussuchen, dann können, also nicht aussuchen können, ob sie jetzt in der Öffentlichkeit stehen wollen, ja oder nein. Und da war es dann so, dass er gesagt hat, der Kumpel arbeitet im Krematorium und der hat bis jetzt noch keinen Corona-Tod und so weiter gehabt. Und das sind halt so Sachen, wo man dann wieder denkt, okay, alles klar. Und der sollte es eigentlich wissen, oder beziehungsweise dem ist nicht immer die Sterblichkeit, also die erhöhte Sterblichkeitsrate anscheinend auffallen. Es ist alles normal wie immer. Ist ja im Prinzip genau dasselbe wie mit den Krankenhäusern, wo es ja auch heißt, ja, Corona, wir haben eine Pandemie, so und so viele Tote und dann sind halt einfach wirklich die Krankenhäuser leer. Oder es war ja, glaube ich, jetzt, vielleicht hast du es auch mitbekommen, am Montag hat ja zum Beispiel die Uniklinik in Augsburg gestreikt. Da habe ich nichts von mitbekommen, eigentlich. Nein, aber war es so, also was heißt Montag, ja. Also je nachdem, wann das Video jetzt angeht, vor 2 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, kann sich ja jeder selber informieren. Auf jeden Fall hat die Uniklinik gestreikt, wo ich mir dann denke, eben bei einer Pandemie, ja, wo angeblich ja eben, wie gesagt, so und so viele Tote auf den Straßen liegen, mehr oder weniger, laut Medien, streikt ein Krankenhaus. Und das haben wir im ersten Video eben auch schon gesagt, ja, dass du jetzt euch auch eine kennst, die im Krankenhaus arbeitet, ja, die berichtet hat, dass das Krankenhaus leer ist. Ich habe das eben selber auch schon mitbekommen von einem Arbeitskollegen, die Bekannte arbeitet im Augsburger Klinikum, also im Uniklinikum, ja, dass dort kein einziger Corona-Patient ist, also ja. Ja, das ist immer schwierig, das alles nachzuvollziehen. Im Endeffekt ist es halt so, man muss sich halt darum kümmern. Bei mir hat das halt angefangen mit der Pandemie, man hat da Zeit, mich hat es dann interessiert, also gibt man dem im Endeffekt nach. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man einen Aluhut aufhat und irgendeinen Scheiß glaubt, auf Deutsch sagt, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass man sich das veranschaulicht, was ist eigentlich los. Und bei mir ist es halt so, ich habe einen relativ langen Arbeitsweg, bedeutet, ich habe jeden Tag fast 1,5 Stunden Zeit, mir irgendwas anzuhören. Und somit kann ich zum Beispiel Sachen, die mir zugesendet werden, von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, schau dir das mal an. Ich habe da einen Bericht, die sagen von Corona das und das. Das war zum Beispiel am Anfang der Pandemie, war das ein Bericht aus Italien. Wirklich die Krankenhäuser, was da alles passiert. Der Bericht war echt tragisch zu lesen. Ich habe mal den durchgelesen oder Podcaster höre ich da an. Wenn es da irgendwas gibt, bin ich da komplett offen. Hör mir das an, schau das an und dann gibt es halt so Sachen, wenn man das dann neutral beurteilt, dann kann man das alles halt ein bisschen entschärfen. Sicher hat es in Italien dramatische Fälle gegeben. Wir waren auch letztens bei jemand wieder, die haben in Italien Urlaub gemacht, die haben gesagt, das ist genauso wie in Deutschland. Und Italien wird vor Deutschland gewarnt, dass hier die Infektionszahlen hochgehen. Und in Italien läuft es genauso wie in Deutschland. Da gibt es immer nur Leute, die bedienen dich, wenn du im Restaurant hockst. Da ist niemand ausgestorben oder sonst was. Das ist alles normal. Und das sind halt so Sachen, man muss halt diese Zeit investieren, sich irgendwas anzuhören, theoretisch auch Sachen anzuschauen, wo man nichts von hält. Ich habe ein Video, einen Podcast zugespielt bekommen, wo es um das Spiel Corona World ging, wo die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF ein Spiel gemacht haben, das ist so im Super Mario Style, das kennen wahrscheinlich die Generation von mir und so weiter, kennt das wahrscheinlich noch. Das ist so 2D, das ist ein ganz primitives Spiel, wo man als Krankenschwester Kinder, Jogger und hochinfiziöse Patienten umbringen muss. Und dann als Endgegner den Coronavirus hat. Man braucht ungefähr 7 bis 10 Minuten oder eine Viertelstunde, dann ist man da durch das Spiel. Da habe ich am Anfang gedacht, Alter, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also das gibt's niemals. Und habe quasi jemand, der kritisch Corona gegenübersteht, habe ich selber kritisiert, habe aber dann nachgeforscht, also einfach nur Google,
Corona World als Spiel eingegeben und bin tatsächlich auf eine Seite gekommen, offiziell von den Öffentlich-Rechtlichen, wo ARD und ZDF drin ist, wo man das Spiel zocken kann dann im Endeffekt. Und wenn wir eine tödliche Pandemie haben, man wird ja, wenn man Aluhutträger ist, wird einem im Vorwurf, man nimmt das Zeug nicht an, schmeißt Holocaust-Leugner oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja das Spiel rausgebracht. Also, wenn das so schlimm ist, was sie sagen, dann mache ich doch kein Spiel darüber. Also, ja. dass man das zocken kann, Corona World. Also, ja, absolut krank. Schwierig. Ja, genau, absolut. Das ist krank. Das ist krank. Das ist für mich eigentlich Verarsche. Und, ja. Ja. Ja, jetzt haben wir im ersten Video ja auch schon angeschnitten, jetzt mal den medialen Umgang eben. Ja, näher erläutert in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn neue Videos kommen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Hier ist mein Instagram-Account. Es sind auf jeden Fall noch weitere Videos geplant. Je nachdem, wie sich jetzt euer Design natürlich entwickelt, wie es weitergeht, weil ja, sehe ich jeden Tag wieder was anderes, was Regeln und so weiter betrifft und Vorkommnisse rund um Corona. Ja, und in dem Sinne, wie gesagt, haut's rein und bleibt gesund. Servus. Ciao. Ciao.